So, liebe Leute, weiter geht's mit Need for Speed und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Hot Pursuit. Wir machen heute weiter mit den Racern. Natürlich, wir haben ja keine Cop-Events mehr. Wir haben ja nur noch die Racer-Events. Wir haben noch mal ein Rennen. Und dann müsste es eigentlich durch sein, oder? Die Frage ist... Ja doch, wir haben nur noch ein Rennen. Ein Rennen. Ich hoffe, dass wir es vielleicht sogar... Ja, heute nehmen wir wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, dass wir danach die nächsten Rennen, die letzten Rennen freigeschaltet bekommen. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Wir machen auf jeden Fall nochmal ein Rennen. Und dann gucken wir mal. So, was haben wir denn für Autos freigeschaltet? Wir haben eh nicht viel, ne? So eine Cinque. 336 fährst du. 349. Ah, da fahren wir den Pagani Racer. So, okay. Unter die ersten drei sollen wir auf jeden Fall kommen. Jetzt ist es natürlich wieder auf 1 zu fahren. Aber schauen wir mal. So, ja, mal gucken, wie viele Autos wir insgesamt haben. Wenn wir nur 4 haben. Klingt das machbar. Aber mal gucken. Wir sind 8 Leute, müssen wir es irgendwie mit drin zu bekommen. Wir kriegen es jetzt gleich hier gemeldet. Wir sind aber mehr. Wir sind 8. Natürlich ist es da natürlich klar, alle Dinge zu gewinnen. Ich sitze hier an dem Lambo mal vorbei und gehe mal vor. Du hast die Möglichkeit, da mal durchzukommen und drehst dich dann. Natürlich. Weil die beiden, weil ihr jetzt weiter kuscheln müsstet. Von der Power her müsste der Pagani eigentlich locker das den Feld bekommen. Scheiße. War direkt gerade mehr am Führenden.
letzter Kilometer. Dankeschön, dass du mir nochmal rübergeziehst, dass du mir den Sieg, doch noch die Chance auf den Sieg versaust. Scheiß Karelei. Aber jetzt weiter. Hauptsache, wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Schade, den hätte ich so gern mitgenommen. Aber der hat die Abkürzung, die er da gefunden hat, hat er sich den entscheidenden Vorsprung noch geholt. Sonst wäre es machbar gewesen. So schwer war es jetzt nicht, obwohl wir auch einen Fehler drin hatten. So. Damit haben wir das auch durch. Weiter geht's heute mit dem letzten Rennen für diese Aufnahmesession. Was haben wir denn noch überhaupt offen? Haben wir hier eh nicht mehr so viel, ne? Aber ich komme nicht in diese Hyper-Serie momentan rein. Weil eigentlich müssten wir ja noch ein paar Rennen offen haben. Hier ist noch ein paar. 19,5 Kilometer außer Kontrolle. Was passiert? Lamborghini definiert die Zukunft des Supersportwagens mit einer einzigartigen Technologiestudie neu. Der Name, der übersetzt sechstes Element bedeutet, weist auf die Ordnungszahl des Kohlenstoffs im Periodensystem und damit auf den umfangreichen Einsatz der Kohlefasertechnologie im gesamten Fahrzeug, auch bei Fahrwerksteilen und Rädern hin. Mit einem Leergewicht von unter 1000 Kilo und dem bis dahin exklusiv dem Gallardo LP560-4 Superleggera vorbehaltenen V10-Motor erreichte der Sesto Elemento eine atemberaubende Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometer in nur 2,5 Sekunden. Jeder einzelne Kilometer im Sesto Elemento ist pure Faszination, die zu einem großen Teil der gnadenlosen Traktion durch den permanenten Allradantrieb geschuldet ist. So erhöhen die beiden senkrechten Streben an der Front die Steifigkeit und führen Kühlluft direkt in Richtung des Kühlers und der Bremsen. Das Dreieck, wie beispielsweise am Türgriff zu sehen, ist ein durchgehendes Designelement, das sich auch an den Luftauslässen der Motorhaube wiederfindet. Auf den Oberflächen ist dank Nanotechnologie ein bemerkenswerter roter Schimmer zu erkennen. Am Ende des Produktionsvorgangs werden hierzu feinste Kristallpartikel aufgebracht. Ja, das ist das gute Stück und den fahren wir jetzt auch durch. Und dann haben wir, dass wir danach alles frei haben, weil sonst muss ich tatsächlich nach diesem Rennen das Let's Play abbrechen und das ist für mich eigentlich tatsächlich eine Katastrophe, weil ich das Ding eigentlich gerne durchziehen würde, komplett, weil wir sind eigentlich fast durch. Also, so viel dürfte es nicht mehr sein. Aber gucken wir mal. So, wir haben drei Nagebänder, drei Störsender, ein Turbo und das letzte habe ich jetzt nicht gerade gesehen. Können Nagebänder gewesen sein. Ich glaube, das sind heute 4, 5, 6, das ist... Naja, schauen wir mal, was heute kriegen. 5 sind insgesamt mit uns dabei. Und heute die ersten 3, müssen wir kommen. Na, super. Die Cops mischen wieder mit. Lamborghini in die Arschpille. So, den Pagani machen wir mal. Den machen wir mal jeden. Können wir so frei, ne? Jawohl. Da hat er auf jeden Fall Minimum 2 Autos rausgenommen. Ich brauche einen anderen Wagen. Einmal ausgefallen. An alle Einheiten. Warum eigentlich immer ich? Das ist eben schon mal im Rennen passiert. Schade, dass einsatzbereit. Du mein Kollege, da konnte ich nichts für. Ich war doch gar nicht. Ich werde da wieder weniger so reingedrückt. Hier ist
Verkehrsverkehr festgestellt. Ausweichmanöver einleiten. Zentrale Sitzung Genehmigung für ESC-Sicherheit. Okay, der Helikopter ist frei für euch. Noch nicht mal was getan. Hey, das ist doch das. Das ist doch das. Haben den Verdächtigen festgenommen. Die Sache ist vorbei. Ich hab doch noch nicht mal was getan. Ich bin doch nicht mal reingefahren. Ich hab doch noch nicht mal berührt. Das ist das zweite Mal, dass er mir in die Straßenbereinigung mit links, wo ich rechts in durch will, dass er mir die Zähler Treffer, weißt du? Deswegen hat er mir zwei. Ach, vergiss es, ey. Ich hab das Ding gewonnen. Geh mir auf den Sack, weißt du, ich hasse das, wenn die dann die so aggressiv auf mich draufgehen. Die anderen, ja, ich lasse die aber in Ruhe, aber den Tisch kriege ich noch. Müssen wir so nochmal fahren. Das Ding ist so gewonnen, ich hab ja noch 5 Kilometer oder so. Die anderen lassen da schön in Ruhe. Kommunikationssysteme.
Offen, ey. Bist du in der Mitte der Straße? Was passiert? Egal, der muss getroffen sein. Den haben wir auch mitgenommen. Komm ab von hier! Die Straßensperren sind passiert. Das Ding ist noch auf den Knochen. Zentrale Sitzung, Genehmigung für 2, irgendwas Kilometer. Wenn ihr die Kopf jetzt wieder auf den Zack. Der ist in den Gegner gerade. Ja, das war klar. Warum muss man mir eigentlich immer was vor die Nase werfen? Vierter, ne? Ernsthaft? Ach, weil der gesagt hat, komm, egal. Oh Mann, ich hab's geschafft. Ich wär hätt's abgeschlossen gehabt. Weil der mir genau noch im Moment den scheiß Karre vor die Nase geworfen hat. Ja, lass mich in Ruhe. So, neues Auto halten, Bugatti Veyron, Hyper-Serie. Aber wir dürfen es wahrscheinlich hier noch nicht fahren. Nein, dürfen wir natürlich nicht. Weil wir wahrscheinlich doch erst alles abschließen müssen. Hier ist noch ein Zeitfahren. Hier ist noch ein Rennen, hier ist noch ein Zeitplan. Ach komm, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter hier mit den beiden Dingern, die wir oben noch einen freigeschaltet haben oder offen haben. Bis dahin. Tschüss.